Heute bei Gold Stories. Warum verwendet man eigentlich Gold in der Zahnmedizin? Und wie kriege ich die Dinger wieder raus? Herr Doktor. Guten Morgen. Ich habe ein Problem, ich kriege meine Nuggets nicht mehr raus. Jo, sieht man. Holen wir die mal raus, oder? Ja. Sind die Zähne noch drin? Alles schön. Oh, aber je. Die Grills sind draußen. Im Prinzip ist das vor 10, 15, 20 Jahren modern gewesen und heutzutage nicht mehr. Auch sicherlich aufgrund der Kosten, die man bei den Grills hat. Also die 80er, 90er Jahre, das waren so die Pimp My Tooth Times. Ja? Genau. Warum funktioniert Gold in der Zahnmedizin? Es ist ein Material, was sehr gesund ist, was biologisch ist, was in der Goldkonzentration in Kombination mit Platin keine Allergien hervorruft, säurebeständig ist und sehr, sehr langlebig. Und das Platin ist wesentlich härter, also das festigt dann genau, quasi das. Das macht das fest und stabil. Stabil genug, dass wir den Gegendruck der Oberkieferzähne standhalten. Wie viel Gold wird eigentlich heute noch in der Zahnmedizin verwendet? Weniger, viel weniger. Also wir haben einen Rückgang in den Gold-Dentalbereich um ca. 60-80%. In welcher Zeit? In den letzten 5 Jahren. Das ist so schnell, sehr, sehr schnell gegangen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir eine Vielzahl an neuen Materialien haben, Keramik verdrängt. Das ästhetische Gefühl ist heutzutage etwas anderes. Der Patient möchte unsichtbar weiße Zähne haben. Und es ist auch eine Frage, dass eben der Goldpreis in den Jahren immer wieder sehr variiert und Zahngold in Abhängigkeit der Legierung auch recht teuer ist. Wird es ganz verschwinden? Das glaube ich nicht. Wir haben so viel Erfahrung, seit den Etruskern wird Gold in der Zahnmedizin verwendet. Ich glaube, es wird immer einen festen Bestandteil in der Zahnmedizin behalten. Was fasziniert Sie an Gold? Wenn ich so ein handwerklich brillant passendes, korrektes, filigranes Teilchen an einem gesunden Zahn sehe, das ist, als ob man ein kleines Schmuckstück entdeckt. Jetzt nehme ich mal meine dritten Zähne mit. Vielen Dank nochmal. Und bis dann. Alles Ciao. Gute. Was haben wir denn vor heute Abend? Yo, yo, motherf***, yo, yo. Für Rapper ist das eine geile Nummer, oder? Bei mir hat es noch nicht mal mit den Mädels funktioniert, aber Gott sei Dank bin ich super glücklich verheiratet. Und fest steht außerdem, Gold bleibt in der Zahnmedizin, auch wenn die Nachfrage nachgelassen hat.